Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary, wo wir Pilze verprügeln. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen hier in den blauen Höhen umgesehen und jetzt geht's weiter damit. Will ich Dave heute mal ausprobieren? Nee. Wir brauchen ein Feuer. Habe ich Pall. Und Sven kommt dazu, einfach für den Angriffsboost. Solle erst den Angriffsboost. Dann machen wir eine Barriere, also ein Schild, damit wir keinen Schaden kassieren. Und dann hauen wir einen mit den Krallen. Oh, die Giftbombe. Die kann Dave auch. So, standhalten! Jetzt ist die Abwehr generell höher und wir haben, meine ich, noch Regeneration drauf. Ja. Wenn ich jetzt mit Federsturm den einen angreife, habe ich dann genügend Combo drauf, dass ich den killen kann? Ich riskiere mal nix. Auf jeden Fall kann ich ihn umbringen. Tschüss. Oh, Spore. Spore ist immer stark. Diese Giftbombe. Die ist so OP. Ich brauche auf jeden Fall mal einen besseren Feuerdude. Die Raupe ist nicht so stark in der Hinsicht. Wenn jetzt aber alle auf einen gehen, dann ist auf jeden Fall ein Fungi weg. Den kann ich auch nächste Runde umbringen. Aua. Aua. Man merkt schon, dass das Spiel mittlerweile anspruchsvoller wird. Okay, mit Krallen würde ich den fast one-hitten. Entzünden, noch ein bisschen Schild holen und jetzt die Krallen. Da war sogar ein Crit bei. Ja, wieder kein Ei. Ein Lebensring habe ich aber leider schon. Bin ich jetzt eigentlich da oben runtergesprungen, weil ich nicht dort weiter konnte? Ich glaube schon. Direkt eine Kiste geschenkt. Seltenes Verbesserungsmaterial. Wir wissen ja mittlerweile, wo man verbessern kann. Eine Cestus 1. Ja. Die Sessions 1 hatte ich ihm ausgerüstet. Der braucht das. Ja, komm, kannst ihn haben. Hat er zumindest eine Aufwertung. Da ist eine Tengu. Ich will den Tengu. Ist Honey immer dabei? Ist der stärkste Charakter, den ich habe. Maxi brauche ich. Ja, Paul macht leider so gut wie gar keinen Schaden, deswegen lohnt es sich gar nicht, den mitzunehmen. Ich nehme lieber Hoden, der hat auch eine Feuerattacke und die ist deutlich stärker. Machen wir mal den Home-Zauber. So, unterstützen. Und dann haue ich dem Tengu eine runter, weil der Tengu ist der gefährlichste von denen. Auch wenn diese Giftbomben auch extrem reinhauen. Der Tengu kann alle angreifen. Und er macht mit einem Hit halt 315. Das war noch nicht mal ein Crit. Hm.
Hier haben wir die Feuerklauen. Er auf jeden Fall als letztes. Ich sage 2 auf Tengu. Da war ein Crit bei. Ich kann ihn killen. So, jetzt machen wir die Feuerklauen. Das hat richtig reingehauen. Den müsste ich mit den normalen Krallen gleich killen können. Diese Giftbombe! Oder kann er ihn schon killen? Nee, er ist einfach viel zu schwach dafür. Ja, komm, Krallen. Bankrit bei. Dich tauschen. Schwenn. Kann ich zumindest die Combo hochhauen. Also den Yeti wechsle ich wirklich noch aus. Das hat reingehauen. Krallen und tschüss. Wieder kein Ei. Ich krieg das Kotzen. Gib mir doch ein Ei von dem Tengu. Ich will den. Okay. Gesundheitstreffer. Hier haben wir den einen Dude von letztens, den Leonard. Jetzt seht ihr mal, wie ein echter Hüter mit einem wilden Monster umgeht. Das ist ein Schleim, den hätte ich auch one-hitten können. Und noch ein glorreicher Sieg, haha. Das war jetzt auch so beeindruckend, den Schleim zu verbrennen. Das sieht übrigens so aus, als ob ich da oben rechts auch noch irgendwo hin könnte. Sieht das nur so aus? Warte, ein kurzer Cut, damit ich gucken kann. Ich bin eben kurz gucken gegangen. Man kommt da nicht lang. Hier brauche ich einen Schlüssel. Und Teleport. In der Theorie könnten wir uns aufwerten gehen. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Nur 600, damit kann ich mir kaum was kaufen. Hoden, dein Job. Eine Muschel. Da kann ich weiter. Da komme ich auch nicht hoch. Ja, komm. Mal gucken, ob ich irgendwas verbessern kann. Ganz schnell. Den Morgenstern kann ich verbessern. Und das Katar. Ja, komm, hier. Der Umhang. So, hab kurz was verbessert, kann direkt hier zurück. Das ging ja recht schnell. Hallo. Ein Mönch. Hatten wir auch noch nicht. Nepal macht keinen Schaden. So, erstmal Kraft. Und unterstützen. Wer kriegt den Helfer-Buff? Ah, da. Den Buff-Helfer, wollte ich sagen. Ich hau den Mönch einen runter. Ich weiß nicht, wie stark der ist. Wir werden es kaum herausfinden. Hat der einfach direkt einen Crit? Gefrierschläge. Alter, was haben die so extrem gegen Sunny? Ich mach mal etwas, das richtig viele Punkte reinhaut, damit die Combo hoch ist. Oh, ich hab mich selbst unterschätzt. Naja, zumindest ist die Combo oben. So, Feuerklauen, jetzt hau er über ihn weg. Ich
Ich habe schon gedacht, ich würde ihn damit killen. Oh Gott, ey. Ich muss mal die Abwehr hochhauen. Federsturm. Und die Feuerklauen, weg mit dem. Ein Fungi-Ei. Ein neues Monster. Wen habe ich denn noch nicht? Ja, komm, jetzt sind die Zuschauer dran. Zeno. Das ist Zeno. Ich nehme bei den Zuschauern übrigens nur die, die ich sehr häufig in den Kommentaren sehe. Nicht jeden x-beliebigen. Oh, jetzt darf ich 7 Skills verteilen. Erstmal, dass du alle Angriffsfähigkeiten hast. Verteidigung finde ich ganz gut. Multigift. Das ist dann eine stapelbar. Ja, die Giftbombe auf jeden Fall hoch. Spore, ich habe nur 2 Giftpunkte. Debuff macht Schaden. Ja komm, und die Spore muss hoch. So, wechseln. Tschüss, du Langweiler. Du bist hauptsächlich hier Fernkämpfer, wenn ich das gesehen habe. Du brauchst auf jeden Fall Verteidigung. Geben wir dir ein bisschen mehr Mana. So. Habe ich noch irgendwas zum Verfüttern? Ja, ein paar Bären. Besser als nix. Da sind 2 Mönche. Komm, ich möchte einen von denen. So, Team steht wieder. Kraft. Unterstützen. 2 haben diesen Helfer-Bug. Buff meine ich, nicht Bug. Ja, die Krallen ziehen gerade am meisten. Ich gehe auf einen Mönch. Aua. Jetzt mögen die Schwänen nicht. Also die Mönche, die schlagen einen nur. Erstmal den Federsturm. Ein Crit und er will weg. Ja, ich will die Combo schon nutzen. Ich mach den gleich einfach mit einem Federsturm weg. Autsch. Federsturm. Das waren 8 Treffer. Nice. Würden die Feuerklauen schon reichen? Nein. Krallen. Jetzt reichen sie aber. Tschüss. So bin ich 2 Weiber losgeworden. Autsch. Erstmal die Krallen. Ja, jetzt wird gesäbelt. Ich habe ihn zum Bluten gebracht. Und tschüss, Federsturm. Hat gerade so gereicht. Ich habe immer noch kein... Mensch. Gib mir doch einmal die Eier von den Biestern. Ein grünes Juwel. Wir haben den Höhlenschlüssel. Jetzt können wir da unten rechts weiter. Wir gehen erstmal nach oben gucken.
Zack. Das sieht nach einem neuen Gebiet aus. Nicht runterfallen. No Storing. Okay. Noch eine Kiste. Noch ein Schlüssel. Jetzt haben wir zwei Höhlenschlüssel. Ja. Können zwei Teile öffnen. So, eine Tür ist offen. Was bist du denn? Frosty. Ich mache mal eine Kombo, die ich noch nicht ausprobiert habe. Einer da hinten, dem war noch nicht mal Mensch. Der hat sich nur als Mensch ausgegeben, der Waschbär. Oder bist du ein Waschbär? Du bist ein Tanuki. Oh, die können beide Schild. Aber erstmal standhalten. So. Säuring macht Rüstungsbruch, Giftbombe habe ich nur Stufe 1. Macht aber auf jeden Fall massiven Schaden. Das ist Wasser. Giftbombe. Pam! Der Wirbelwind. Aua. Diese Winde sind schmerzhaft. Wer von euch ist gegen Feuer schwach? Keiner. Dann bist du fürs Schildmachen zuständig. Der Federsturm haut hier extrem rein. Warte mal. Kann ich ihn one-hitten? Fast. Aua. Ich kann ihn tatsächlich one-hitten. So. Ich hätte erst Schild machen sollen. Jetzt kann die Giftbombe ihn, glaube ich, töten. Tschüss. Also die Giftbombe ist schon stark, aber ich sollte erst die zweite Stufe davon nutzen. So, zack. Jetzt kann er den Schild machen, obwohl erstmal Säureregen weg mit dem Rüstungsteil. Damit ich mehr Schaden mache. Und er brennt auch noch. Ich finde den Wirbelwind lustig. So, tschüss. Ich habe eigentlich gar nicht geguckt, was kann der Funken hier auf der Map? Fungi erzeugt ein Pilzhindernis, aktiviert Bodennebel. Okay. Ist also einfach nur wie den Stein erzeugen. Da ist eine Kiste. Können wir eigentlich schwimmen? Nein, wir gehen direkt unter wie ein Stein. Da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Ne, selbst wenn ich von ganz vorne abspringe, komme ich da nicht rüber. Ich will hier noch ein bisschen gucken. Da ist der nächste Kampf.
Ich komme hier noch easy hoch. Kann ich das zum Beispiel mit dem... Nee. Wie mache ich das auf? Aus dem Stand heraus wüsste ich jetzt nicht, wie ich das aufmache. Hier ist noch eine Kiste. Damit kann ich ein Level hoch machen. Ist also wie ein Sonderbonbon vom Pokémon. Und hier ist irgendeine spezielle Tür. Was für eine seltsame Tür. Fühlt sich nicht gut an, so direkt vor ihr zu stehen, was? Meine Instinkte verraten mir, dass hinter dieser Tür gefährliche Monster lauern. Wenn ich mir die 5 Aussparungen um die Tür ansehe, würde ich sagen, wir brauchen 5 spezielle runde Objekte, um die Tür zu öffnen. Wir stehen noch am Anfang unserer Reise. Ich habe das Gefühl, dass wir später zurückkommen und diese Tür öffnen werden. Keine Angst, ich werde da sein und mich mit dir dem Unbekannten stellen. Ja. Diese Tür, die werden wir nochmal wiedersehen. Und ich würde sagen, hier beenden wir das doch heute mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!